Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Mirror's Edge Catalyst. Und wir haben letzte Folge noch einen neuen Level freigeschaltet und wir sehen tatsächlich, wir hatten tatsächlich einen Level Up letztens. Wir konnten es aber nicht öffnen, weil man anscheinend das sofort aktivieren muss, wenn man es bekommen hat, sonst ist die Option irgendwie weg. Weil dann die Karte wieder für die gleiche Taste belegt ist. Komisch. Gut, würde ich sagen, dann schauen wir uns mal an, was hier so aus ist und technisch gibt. Ich denke, das ist hier mal nicht schlecht. Hier haben wir eine KI-Störung. Jagddrohne, ein Frühbeginnsystem und Verteidigungsabschaltung macht sie anfällig für schwere Übergangsangriffe. Okay. Geschützte KI wird übergehen. Also, ich denke, das ist ja nicht so schlecht wahrscheinlich. Was haben wir sonst noch kampftechnisch noch? Da habe ich mehr Ausdauer, weil natürlich mehr Leben. Das wäre mehr Schaden gegen Sentinels. Natürlich auch nicht schlecht, wenn ich von hinten her treffe. Wir nehmen das diesmal so. Gut, und da geht's weiter. Und dadurch geht's. Wir haben eine neue Aufgabe. Das hole ich natürlich noch. Komisch, Spray, hallo. Tja, siehste. So kann es gehen. Oh. Hier durch, okay. Okay. Mit Rebecca sprechen. Ja, nehme ich an. Was gibt's? Ich wollte jetzt zwar ein wenig Ruhe gönnen, aber die Situation ist kritisch. Und wir alle müssen unseren Beitrag leisten. Krugasek? Ja, sie dringen in die Tunnel vor und stationieren eine neue Art von Beobachtungsdrohnen. Sie kommen uns dabei gefährlich nahe. Wenn diese Drohnen nicht zerstört werden, bevor wir sie aktivieren, haben wir überhaupt keinen Bewegungsspielraum mehr. Ich helfe Ihnen. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Icarus ist bereits draußen. Denk dran, die Drohnen sind noch nicht aktiv. Sie stellen noch keine Gefahr dar. Nimm dich aber vor Krugasek-Patrouillen in Acht. Alles klar. Schicken Sie mir die Daten. Mach ich. Schaffst du's? Können wir alle ein wenig durchatmen? Okay, ich denke, jetzt werden wir die Drohnen dann wirklich erforschen müssen. Welche dürfen wir blenden? Jedoch, okay. Muss die Vision aktivieren zuerst. Okay. Durch den Lüftungsschacht. Seit über einem Jahrzehnt unser Territorium. Und Krugasek war immer klug genug, an der Oberfläche zu bleiben. Bis jetzt. Das hier war alles Teil einer Omnistat-Entsalzungsanlage. Einige Bereiche sind schon mehr als 100 Jahre alt. Sie wurden für die Ewigkeit gebaut. Ganz anders als alles, was das Konglomerat erschafft. Ja. Ich habe gerade erfahren, dass die Beobachtungsdrohnen noch verpackt sind und bewacht werden. Du musst eine Möglichkeit finden, sie zu zerstören. Okay. Es gibt nichts zu berichten, Control. Komm hier. Okay. Das war nicht wie geplant, aber hat funktioniert. Ach, das war die Drohne. Gut, bleiben noch zwei. Ja, super. Faith, Krugasek weiß, dass du da bist. Du musst bei der zweiten Beobachtungsdrohne also mit mehr Widerstand. Okay. Wow, weg, weg, weg. Die alle. Da ist noch einer.
noch einer. Haben wir jetzt alle? Wo ist die Drohne jetzt? Wir haben alle jetzt die Frage, wo die Drohne steht. Quasi oben. Wollen wir Vision einschalten? Oder da unten. Okay. Ah, da ist sie, okay. Ich schubse die zweite Drohne jetzt in einen Schacht. Das ist Musik in meinen Ohren, Fate. Noch eine Drohne, du hast es okay. Weiter so. Sehr gut, das war ja gar nicht so schwierig eigentlich. Black November ist in den letzten Jahren enorm gewachsen. Es gibt Oje. Eine Menge Unzufriedenheit in der Unterkaste. Nicht mehr lange und sie ist bereit, sich zu erheben. Wie bitte? Familien haben eine Gesellschaft erschaffen, die unmöglich fortbestehen kann. Unbegrenzter Wachstum, unbegrenzter Konsum. Oh Mann, ey. Letzten Endes alle vernichten, wenn wir die Arbeiter nicht zwingen, ihre Lebensweise zu ändern. Ah, super. Neben. Verdrehen Kamera und so. Geht doch. Die Mittelkaste ist selbst zufrieden und träge geworden. Aber wir werden sie wachrütteln, Faye. Die Menschen müssen am eigenen Leib erfahren. Super. Ich vergesse die ganze Zeit immer die Leertaste zu drücken, das ist echt schlimm. Doch bis es soweit ist, sind auch sie unsere Feinde. Okay, warte mal, zuerst mal das hier. Wenn wir schon hier was haben, nehme ich es mit. An manchen Tagen frage ich mich, ob Omnistat wirklich so schlimm ist, wie alle denken. Okay, was? So, und jetzt? Okay. Okay, das geht schon mal. Wow, okay. Das ist schon echt cool, wie man hier die ganzen Wege nehmen kann. Jetzt, wie geht's? Ein Schacht nach unten. Kruger 6 schickt Verstärkung, Fate. Sei vorsichtig. Mit denen komme ich schon klar. Also, da ist schon wieder einer. Weg, ich bin komplett weg, auch schon. Oh, das ist ja cool, da sind sie. Okay, weg, weg, weg. Zecke, wo ist denn der? Hab ich alle? Boah, ich bin fast tot. Puh. Fast wäre ich gestorben. Mein Gott, das war jetzt echt knapp. So. Ich habe mehr Schalter, die mich plündern können. Jetzt schalte ich nachher raus, denke ich mal. Okay. Okay, da ist noch ein weiterer Schacht. Okay, wir werfen die Drohne auch runter. Ich zerstöre jetzt die letzte Drohne. Sehr gut. Es gibt da ein paar Türen, die über eine Konsole geöffnet werden. Sie sind der schnellste Weg nach draußen. Die werden bestimmt nicht unbewacht sein. Moment mal. Was ist denn das bitte schön? Ich habe die Türen gefunden. Und verschwinde jetzt von hier. Danke, Faith. Ich wette, jetzt werden sie es sich zweimal überlegen, bevor sie sich wieder hier runterwagen. Mach dich auf den Rückweg. Wir bereiten eine neue Mission vor. Yes, neue Fähigkeit, sehr gut. Also, jetzt machen wir die. Wo war das jetzt mit KI-Stören für die Aktoren kaufen? Okay.
Ja, das war nicht so schlau. Ich habe das da oben gesehen. Dachte mir, das hole ich mir. Und da drüben auch noch eins. Sehr gut. Alles EP, was uns für neue Level spielen kann. Da oben ist noch mal so ein Ding. So, Anwischen aktivieren. Das wissen wir durch, was wir jetzt müssen. Hol ich auch noch kurz. So, okay. Da lang geht's jetzt. Sehr gut. Hier ist wieder ein Schallkreis, den wir nehmen können. Klein Vieh macht halt auch Mist. Bist du sogar hier durch? Bist du da durch, oder? Das ist in ein Startpunkt von jemand. Komm ich da hoch? Nee, da komme ich hoch. Nicht so. Vielleicht darüber. Okay, aber ich mache. Jetzt gehen wir auch mal die Story weiter. Es ist krass, dass das so alles nah an ihrer Basis ist eigentlich. Was das Wichtigste ist, eins im Zentrum. Ja, dort brauchen wir eine Explosion. Und genau damit ködern wir sie. Das sollte sie aufscheuchen. Faith, gut, dass du da bist. Das dürfte dich interessieren. Tida, sie hat den Angriff angeführt. Ja, wir wissen über sie nicht viel mehr, als dass sie ein hochrangiger Kruger-Sec-Offizier ist. Sie ist heute unser Ziel. Ich bin keine Mörderin, vergessen Sie es. Wir töten sie nicht. Wir entführen sie, um sie einzutauschen. Wir sollten es tun, Faith. So rächen wir uns. Ich... Wie ist der Plan? Krugersack wird in Kürze den Aufenthaltsort einer bestimmten gesuchten Person erfahren. Meine. Sie wird das Einsatzteam anführen und uns direkt in die Falle laufen. Du und Icarus müsst unsere Fluchtrouten sichern. Das kriegen wir hin. Tja, na gut. Solange wir nicht ernsthaft zuschlagen können, bleiben uns nur solche Aktionen. Ich glaube nicht, dass sich so je etwas ändern wird. Und ich glaube, deine Meinung ist unerheblich. Gehen wir es an. Ich habe dir von Tristan ein Upgrade für dein Mac besorgen lassen. Es liegt auf dem Tisch. Du wirst es brauchen. Mac-Upgrade auf dem Tisch? Was können wir jetzt damit machen? Mac-Robe heranziehen. Okay. Gut, werden wir schauen, ne? Wir können jetzt Dinge heranziehen. Schauen, was uns das bringt. Ah. Ach, schau mal, das ist die Leiter, die vorhin nicht hochkam. Jetzt könnte ich das Ding nach da unten holen, ne? Das holen wir jetzt mal kurz. Die andere Seite wäre auch eins gewesen, ne? Holen wir auch kurz noch. Auch hier das auch mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob wir eigentlich alle finden könnten. Okay, meine Lander-Kit-Karte ist jetzt verfügbar. Oh nee. Das war natürlich doof. Okay, alles klar, so geht das.
Okay, oben sind wir schon mal. Oh, ich dachte, da fliegen Schüsse. Hier ist das Ziel. Ja, nehmen wir an. Paint, Icarus. Um es glaubwürdiger zu machen, dass ich mich an der Oberfläche aufhalte, inszenieren wir in diesem Bezirk ein Ablenkungsmanöver. Wenn es soweit ist, müssen unsere Fluchtrouten frei von Beobachtungsdrohnen sein. Genau. Wir kümmern uns drum, Rebecca. Keine Sorge. Und wir haben jetzt... Bleibt außerhalb des Schussfeldes der Beobachtungsdrohnen und deaktiviert direkt ihre Steuerungsterminals. Das ist die effektivste Vorgehensweise. Ja, wir haben... Wir haben ja auch eine Störung jetzt, die wir aktivieren können. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.